Ich heiße Alex Bernardin, ich komme aus Italien und ich wohne in Deutschland seit 2015, also direkt nach dem Abitur bin ich hierher gezogen. Und ich habe ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene durch meinen italienischen Pass. Kommunalwahlrecht ist generell sehr wichtig, weil Maßnahmen, Regelungen, die auf kommunaler Ebene entschieden werden, betreffen die Menschen, die da wohnen, auch am nächsten und am direktesten. Und deswegen, ich finde es auch wichtig, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, auch mitzubestimmen, abhängig vom Pass. Keine Ahnung, brauchen wir einen neuen Stadtteil hier in Freiburg, ja oder nein? Soll ein neues Stadion, Fußballstadion dann gebaut werden, ja oder nein? Bei solchen Entscheidungen finde ich wichtig, dass all die Betroffenen auch mitentscheiden dürfen, unabhängig vom Pass. Also auf Landes- bzw. auf Bundesebene bin ich nicht wahlberechtigt aufgrund meines Passes, weil ich habe, beziehungsweise aufgrund meiner Staatsangehörigkeit, ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig dieses Jahr, weil im September findet ja die Bundestagwahl statt und ich rede Freundinnen von mir drüber reden und sie sich austauschen und ich merke es halt, ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen vom politischen Geschehen, weil ich darf nicht mitbestimmen. Obwohl ich hier in Deutschland wohne und arbeite und Steuern zahle, das sind immer die Argumente, die in dem Fall auch kommen. In dem Moment merke ich halt, dass mein politisches Interesse auch nicht so präsent ist, deswegen, weil ich weiß, ich habe keine Stimme. Das erste Mal, als ich wählen durfte, ich war 18 und es war in der Gemeinde, wo ich herkomme, da haben Wahlen stattgefunden und da habe ich mitentscheiden dürfen. Und es war ein besonderes Moment für mich, weil da hatte ich das Gefühl, ich kann was bewirken. Und mein politisches Interesse ist gewachsen jetzt in den Jahren, vor allem durch mein Studium und vor allem durch mein Engagement bei dem Wahlkreis 100%. Das Thema ist irgendwie präsenter geworden, was es heißt, politisch zu partizipieren und was für eine Auswirkung politische Partizipation auch hat auf die Menschen, beziehungsweise welche Auswirkungen die fehlende Möglichkeit mitzubestimmen hat. Und was ich mich halt frage, vor allem durch mein Engagement hier im Verein, ist, wieso darf ich auf kommunaler Ebene mit meinem italienischen Pass mitbestimmen und Leute, die aus anderen Ländern kommen, aus Russland, aus den USA, aus Kanada, die dürfen es nicht, obwohl sie schon seit Jahren hier in Freiburg leben. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was heißt das für unsere Gesellschaft?